Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 16. Neujahrsvorsätze. New Year's Resolution. Das Jahr 2022 ist bald vorbei. Noch 4 Tage, dann ist Neujahr. Und das Jahr 2023 beginnt. An Silvester schreiben viele Menschen Neujahrsvorsätze für das neue Jahr. Sie schreiben auf, was sie im nächsten Jahr gerne machen möchten und welche Ziele sie für das neue Jahr haben. Das kann alles Mögliche sein. Viele Menschen möchten zum Beispiel gerne ein bisschen abnehmen, also Gewicht verlieren. Ein typischer Neujahrsvorsatz könnte also sein, 4 Kilo zu verlieren. In Deutschland sind deshalb die Fitnessstudios im Januar immer sehr, sehr voll. Die Leute haben Neujahrsvorsätze gemacht und gehen deshalb jetzt ins Fitnessstudio. Im Februar sind dann schon wieder viel weniger Leute im Fitnessstudio. Ich glaube, dass viele Menschen im Februar ihre Neujahrsvorsätze aufgegeben haben. Andere Leute möchten gerne ihr eigenes Start-up gründen, also ihre eigene Firma. Oder vielleicht wollen sie einfach nur den Job wechseln. Mein Ziel oder mein Neujahrsvorsatz für das Jahr 2023 ist, noch mehr Leuten zu helfen, Deutsch zu lernen. Das heißt zum Beispiel, dass ich mehr Podcast-Episoden produzieren möchte. Ein Freund von mir hat auch einen interessanten Neujahrsvorsatz. Er möchte im Jahr 2023 jede Woche ein Buch lesen. Ich glaube, das ist ein schwieriges Ziel. Es ist schwieriger als 4 Kilo abzunehmen. Oder? Was denkst du? Was sind deine Neujahrsvorsätze für das Jahr 2023? Machst du welche? Schreib sie mir in die Kommentare. Neue Vokabeln. Vorbei. Over. Neujahr. New Year. Silvester. New Year's Eve. Ziele. Goals. Alles Mögliche. Everything imaginable. Abnehmen. Gewicht verlieren. To lose weight.
Fitnessstudio. Gym. Deshalb. That's why. Therefore. Aufgeben. To give up. Ein Start-up gründen. To found a startup. Den Job wechseln. To change jobs. Na, hast du alles gut verstanden? Machst du jetzt auch Neujahrsvorsätze? Wenn du die Episode nicht verstanden hast, höre sie einfach noch einmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening, as always. If you liked that episode, please don't forget to give it a thumbs up. And please subscribe my channel for more Slow German Podcast episode. Tschüss und bis bald.